Innerhalb von 24 Stunden sind in Ungarn 311 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Schatten dieses Negativrekords führt das Land Lockerungen bei der Ausgangssperre, im Handel und bei bestimmten Dienstleistern ein, wie dies Premier Viktor Orbán angekündigt hat. Der ungarische Virologe Miklós Ruzsvay bezeichnet die Lockerungen als riskant. Die Regierung hätte damit noch warten sollen. Die Folgen der Schulöffnungen am 19. April würde sich erst Anfang Mai in den Pandemiezahlen niederschlagen. Gesundheitsminister Miklós Kassler ging auf Facebook lediglich auf das gute Impfergebnis ein. Ungarn sei in der EU zum Spitzenreiter hinsichtlich der Durchimpfungsrate geworden. Mit den in den vergangenen 24 Stunden verstorbenen 311 Menschen erhöht sich die Gesamtopferzahl auf 22.409. Rund 2.000 Neuinfektionen wurden registriert. Im Spital befinden sich rund 12.000 Patienten. Rund 1.500 müssen künstlich beatmet werden. Laut Medienberichten liegt Ungarn bezogen auf die Einwohnerzahl weltweit an der Spitze der Länder mit der höchsten Covid-Sterberate. Da am Dienstag 2,5 Millionen Bürger gegen Corona immunisiert waren, werden nun Lockerungen eingeführt. Die Ausgangssperre wird nicht mehr ab 20 Uhr, sondern erst ab 22 Uhr in Kraft treten und bis 5 Uhr gelten. Der Handel darf wieder öffnen, wobei die Regel ein Kunde auf 10 Quadratmeter gilt. Die Geschäfte dürfen von 5 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet sein, um einen Kundenandrang zu vermeiden. Öffnen dürfen überdies Friseure und Kosmetiksalons. Hotels und Gastronomie bleiben nach wie vor geschlossen, wobei Lieferservice und Abholung möglich sind. Schulen und Kindergärten sollen nach der Impfung der Pädagogen am 19. April öffnen.